Herzlich willkommen zum GIMP Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, wie man Teile eines Bildes ausschneiden kann und in einem anderen Bild wieder einfügen kann. Ich habe dazu zwei Bilder vorbereitet. Man sieht hier ein Bild, das in Salzburg aufgenommen wurde, auf einer Straße, auf der viele Leute spazieren gehen. Und auf dem zweiten Bild sieht man hier so einen Gehweg entlang einer geschäftlichen Straße. Nun, was wollen wir erreichen? Wir wollen aus diesem Bild Personen herausnehmen und auf diesen Gehweg hier einfügen, sodass es letztendlich so aussieht, als ob die Personen hier auf diesem Gehweg spazieren würden. Nun, dazu gehe ich zuerst in dieses Bild hinein und wähle mir eine dieser vielen Personen aus. Ich entscheide mich hier für diesen Herrn, der hier über den Zebrastreifen geht. Ich wähle das Zoom-Werkzeug aus und vergrößere mir mal diesen Mann. Dann kann ich ihn besser bearbeiten. Was ich jetzt tun muss, ist, den Herrn vom Rest des Bildes loszulösen. Dazu brauche ich ein Auswahlwerkzeug und ich verwende hier das magnetische Scherenwerkzeug. Gehe auch hier gleich auf Kanten ausblenden. Einem Radius von 5 in etwa und gehe dann entlang dieses Herrn mit der Maus sozusagen spazieren, die Schere, wie man ja gut sieht, passt sich der Linien automatisch an. Ich muss ja also nur ganz grob arbeiten, den Rest erledigt GIMP von selber. Und wenn mal ein Punkt daneben gehen sollte, wie zum Beispiel hier oben, man sieht die Linie, passt sich hier nicht gut dem T-Shirt, dem Weißen an, dann kann ich so einen Punkt nochmals im Nachhinein verändern und schauen, ob das Ganze dann besser wird. Ja, optimal ist es immer noch nicht, das ist ganz schlecht. Man muss hier ein wenig herumprobieren, dass man hier eine optimale Lösung bekommt. Jetzt versuche ich mal einen anderen Punkt zu verschieben. Ja, so geht das ein wenig besser. Okay, ich lasse das mal so und mache hier weiter. Beim Fuß. Muss also ganz rund herumfahren, damit ich dann diese Punkte, die ich hier auswähle, in eine Auswahl umwandeln kann. Das mag ein wenig mühsam erscheinen, es bleibt mir aber leider nicht erspart. Doch die magnetische Schere funktioniert hier eh recht gut. So, am Ende muss ich nochmal auf den ersten Punkt klicken, damit die Auswahl wirklich hier geschlossen wird. Man sieht auch, wenn ich auf den ersten Punkt fahre, dann ändert sich der Mauscursor leicht. Es erscheinen hier zwei so Ringe, die andeuten, dass die Auswahl geschlossen wird. So, wenn ich die Auswahl jetzt wirklich so habe, wie ich sie will, hier sehe ich zum Beispiel noch, könnte man es vielleicht noch besser machen. Ja, so sieht es besser aus. Ja, stimmt das da? Ja, das passt. Wenn ich dann fertig bin, dann muss ich unbedingt die Enter-Taste auf der Tastatur drücken. Und wie man sieht, wird jetzt eine Auswahl erstellt. Also man erkennt sie an dieser gestrichelten Linie, die sich hier bewegt. Und jetzt ist wirklich nur der Mann ausgewählt. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, diesen Mann aus dem Bild herauszubekommen, nachdem er ausgewählt ist. Ich kann sagen, bearbeiten, ausschneiden. Ich mache das Ganze nochmal rückgängig im Journal. Ich kann nämlich auch auf der Tastatur den Shortcut Steuerung plus X drücken, dann passiert dasselbe. Und nachdem ich den Mann hier losgeworden bin, wechsle ich in mein anderes Bild und sage hier wieder bearbeiten,
einfügen, beziehungsweise hier steht der Shortcut, Steuerung und V. So, und schon habe ich den Herrn hier im neuen Bild. Jetzt muss ich ihn nur noch an die richtige Position verschieben. Dazu wähle ich im Werkzeugkasten das Verschieben-Werkzeug aus, also dieser Doppelpfeil, fahre auf den Mann und kann ihn nun platzieren, wo immer es mir beliebt. Ich muss ja nur gut aufpassen, dass der Mann hier von der Größe her gut ins Bild passt. Wenn er hier ganz hinten stehen würde, dann wäre er eindeutig zu groß. Er sieht aus wie ein Riese. Er ist hier höher als die Häuser. Wenn er ganz vorne stehen würde, dann wäre er ein kleiner Zwerg. Also ich muss an der Umgebung ungefähr abschätzen, wie groß denn der Mann optimal ist. Und hier ist eine gute Möglichkeit. Hier ist ein Eingang, eine Tür sozusagen. Und da kann ich gut vergleichen, ob die Größe passt. Also wenn er hier stehen würde, wäre er eindeutig größer als die Tür, würde er nicht durchpassen. Wenn er ganz vorne stehen würde, dann wäre er ein wenig zu klein. Also in etwa in dieser Position würde es passen. Ich stelle ihn also auf diese Höhe mitten ins Bild hinein. Und schon ist er eingefügt. Zoome ich mal mit der Plus-Taste ein wenig ins Bild, dann sieht man ihn noch besser. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Sollte es nicht sehr realistisch aussehen, wie dieser Mann hier im Bild drin ist, dann liegt das vielleicht daran, dass die Helligkeit dieses Mannes anders ist als die Helligkeit vom Rest des Bildes. Das kann ich aber leicht mit Farben, Helligkeit und Kontrast ändern. Es öffnet sich ein Dialog. Hier kann ich durch Ausprobieren ein optimales Ergebnis erzielen. Ich mache ihn also vielleicht noch ein bisschen heller, sag okay. Jetzt hebe ich diese Auswahl auf, damit ich das Bild mal ohne diese strichlierten Linien sehe. Ich sage Auswahl. Ja, das funktioniert nicht. Ich mache einfach eine neue Auswahl, indem ich mit einem neuen Auswahlwerkzeug irgendwo ins Bild klicke. Und jetzt sehe ich, wie das Bild fertiger aussieht. In diesem Video hast du gelernt, wie du von einem Bild einen Teil ausschneiden kannst, den in ein anderes Bild einfügen kannst. Damit kannst du beispielsweise Collagen machen. Und ich habe dir auch noch gezeigt, wie du mit den Einstellungen der Helligkeit bzw. des Kontrastes hier noch Änderungen vornehmen kannst, damit das Ganze funktioniert.